warum man damit junge Leute ansprechen kann. Ich denke, wir fragen uns heute genauso wie früher, wenn nicht sogar noch mehr, wer wir eigentlich sind, was wir wollen im Leben. Und vor allem nehmen wir wahnsinnige Koffer aus unseren eigenen Vergangenheiten mit. Unsere Erinnerungen, unsere Erlebnisse, unsere Erfahrungen spielen in unser Erwachsenenleben mit rein. Also das, was wir als Kinder erleben, darauf bauen wir Beziehungen auf, später auch Liebesbeziehungen. Und das ist was unwahrscheinlich Aktuelles. Die Frage nach dem, zu wem passe ich, wie viel halte ich aus, was ist toxisch, wie viel muss ich mir gefallen lassen, was möchte ich überhaupt und wie möchte ich lieben. Diese Träume entstehen in der Kindheit. In der Erwachsenenzeit arbeiten wir uns daran ab und diese Fragen stellen sich unsere 7 Protagonisten. Und ich glaube, das sind die Fragen, die wir uns alle ein Leben lang stellen. Ist Liebe Utopie oder möglich?